Guten Morgen, Leute. Also bei mir ist morgen, sieht man vielleicht. Wir sind heute bei meinem Physiotherapeuten in der Praxis. Die Praxis wurde gerade neu eröffnet. Das ist der vorübergehende Eingang. Der Haupteingang wird noch renoviert, deswegen kann man den nicht benutzen. Hier im Treppenhaus sieht alles noch ziemlich altmodisch aus, aber drin die Praxis ist auf dem neuesten Stand, wie ihr gleich sehen werdet. Wir machen einen kleinen Praxisrundgang und dann gibt es vielleicht noch ein paar Eindrücke von der Behandlung. Aber wir haben uns vorgestellt, dass wir in Zukunft eine Videoreihe fortführen, in der wir unterschiedliche Behandlungstechniken erklären auf Probleme, die im Sport, Bodybuilding, Fitness auftreten, sowie Patellasehnenentzündung, Quadrizepssehnenentzündung, Tennisarm, jeweils genau eingehen und Behandlungsmethoden erklären und natürlich auch visuell zeigen. Und heute gibt es nur den Praxisrundgang und ich stelle euch meinen Physiotherapeuten, den Yannick, und seinen Geschäftspartner vor. Ja, dann gehen wir mal rein und checken es aus. Okay, Leute, wie gesagt, das ist der Haupteingang normalerweise. Da draußen ist aber noch Baustelle. Wenn man jetzt hier reinkommen würde, dann stünde man genau vor der Rezeption, wo das Team auf einen wartet, okay? Bestehend aus der Praxismanagerin, das ist die Diane, der Yannick, oh, hi. Und der Viktor. Servus. Wie gesagt, habe ich euch schon gesagt, die Praxis in Detmold, Optimum Fitness. Und würde mich freuen, wenn der Yannick mir jetzt mal die Praxis zeigt, damit ihr auch seht, wie das Ganze hier aufgebaut ist und wie es wäre, wenn ihr einen Termin hättet beim Yannick. Okay. Genau, ja, hi Leute erstmal. Genau, hier ist der Tresen, Rezeption, und da macht man mit der Diane dann erstmal so ein paar Termine. Und ihr könnt gerne vorbeikommen auf Rezeptbasis, ihr könnt aber auch als Selbstzahler vorbeikommen, also es ist überhaupt gar kein Problem. Gesetzlich Versicherte, Privatversicherte, so wie ihr wollt. Genau, ich habe mit Viktor zusammen die Praxis gegründet. Wir sind jetzt ganz frisch, seit einer Woche am Start. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal durch die Praxis durch. Ja. Rechte Seite, erster Behandlungsraum. So, diese Liegen sind auch stabil, gell? So ist es. Nicht so wie die, die wir vorher benutzt haben. Ja, genau. Die immer so ein bisschen... Auch da kann man Roman dann gut manipulieren, das ist gar kein Problem. Und man bricht nicht in die gleiche, in die nächste Etage ein. Ja. Genau, ja, überall eigentlich fast gleich eingerichtet, mit den ganzen Bildern, hochmodern alles. Genau, ja. Dann haben wir für Roman auch immer noch extra so ein paar Tools vorbereitet, damit das auch, ah, ja, genau, damit das ganz nett ist. Also ihr macht manuelle Therapie, wirklich nur mit Hand. Ja, und dann genau. Benutzen wir, oder ihr benutzt auch solche Fasten-Tools heißen die. Ja, ja, genau, ja. Genau. Manuelle Therapie, Chiropraktik und dann ganz, ganz viel Fastentherapie mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Hilfsmitteln. Und ja, aber sonst, wie gesagt, ganz, ganz viel aus eigener Hand mit vielen Techniken. Manipulieren, mobilisieren, egal ob Bandscheibenvorfälle oder auch irgendwelche akuten Rückenschmerzen, die man so hat. Tennisarm, Schulterschmerzen, was man so kennt. Genau. Ja, ich habe schon angekündigt, dass wir in Zukunft wir machen heute nur den Praxisrundgang, ja, vielleicht ein paar Eindrücke von der Behandlung und dann machen wir in Zukunft so eine Serie, wo wir unterschiedliche Probleme, also die so im Sport auftreten oder halt auch bei normalen Personen im Alltag, so wie Tennisarm und so, ja, aufgreifen, besprechen und dann Behandlungsmethoden aufzeigen, wie sie halt dann, wie man die halt Sachen halt dann wieder los wird, wie zum Beispiel Golfarm oder Tennisarm. Ja, genau, ja, genau. Machen wir so kleine Tutorials, ja, damit man da halt auch vielleicht so ein paar Hausaufgaben auch für zu Hause hat, was man machen kann. Genau. Was mir auch wichtig war, früher musste ich immer zum Physiotherapeuten gehen, dann zum Chiropraktiker gehen, immer extra Termine. Das Coole ist, wenn man hierher kommt, man hat alles so in einem Gebäude. Ja, genau. Ja. Und auch so, ihr habt ja oben noch einen Trainingsraum, ja, wo man eben diese so Reha-Training und so machen kann. Ja, genau. Ja. Ganz viel funktionelles Training, so Art Personal Training dann halt auch. Ja. Und man kann das komplett kombinieren. Das ist halt ganz genau cool. Genau. Das, ja, hat mich früher immer wirklich genervt, weil du wolltest irgendwas haben, du hattest ein Problem und es ist ja nicht nur Massage.
Nee, genau. Oder nur manuelle Therapie, ja, genau. Kostentherapie. Ja. Dann musstest du wegen dem zu dem gehen und dann wegen dem zu dem anderen gehen und dann gehst du noch wegen dem zu dem und dann hast du 3 Termine, jedes Mal eine Stunde Anfahrt hin und zurück. Ja, plus die Wartezeiten auch. Genau, ja. Da muss man ja auch noch warten, ja. Genau. Ja, von daher, hier kriegt man alles in einem. Ja, ja, das finde ich, fand ich wirklich wichtig. Ja. So, also wie gesagt, die Behandlungsräume sind alle ziemlich ähnlich. Und hell. Haben wir letztes Mal drüber geredet, so gell? Sieht's aus, sieht's aus. Ja. Es war generell auch schwer, sag ich mal, eine Praxis zu finden mit den Räumlichkeiten, wo man halt auch dann eine gescheite Trainingsfläche hat, weil einfach Massagen, so wie man das leider oft auch bei Physios sieht, die dann auch, bei denen muss man natürlich auch ein bisschen fester zupacken, ne, damit man auch da durchkommt. Und das ist halt auch oft so, dass es halt eher so ein Larifari-Ding ist, nicht wirklich in die Tiefe geht. Wir versuchen halt dann auch faszial sehr viel zu arbeiten, damit der Patient oder Kunde das dann auch merkt und es dann auch besser wird von den Beschwerden. Das war für mich auch immer so frustrierend. Ich habe wirklich ein paar gute Therapeuten gehabt, zu Hause, also da, wo ich vorher gewohnt habe, die Ulrike und den Markus, sind jetzt erstmal Grüße an die, wenn ihr das seht, und den Philipp. Aber was ich auch oft erlebt habe, ist, dass du gehst zu einem Therapeuten und die haben einfach keinen Bock. Die sehen dich, nehmen dein Rezept, machen die, was weiß ich, 20 Minuten, die halt auf dem Rezept draufstehen, und ob du dann ein erfolgreiches Ergebnis hast oder nicht, ist eigentlich scheißegal. Hauptsache, sie können so einen Haken hinter die Abrechnung machen und dich wieder nach Hause schicken und den nächsten Patienten machen. Da ist überhaupt keine so Leidenschaft für den Beruf dabei gewesen. Und dann sagst du, hey, können Sie vielleicht ein bisschen fester machen? Ah, nee, ach, das ist eh schon so fest. Ja, mehr kommen lassen. Lass einfach. Ja, man muss einfach zusehen, dass man dem Patienten hilft und dass man halt einfach selbst Bock drauf hat. Das merkst du ja selbst, wenn ich dich behandle, wenn ich dich durchquäle, dann kann es halt auch mal wehtun. Und nur dann hilft es halt auch, ne? Wenn man wirklich die vernünftigen Techniken dann anwendet und nicht nur einfach ein bisschen über die Haut rüber geht, sondern auch in der Tiefe arbeitet, manualtherapeutisch gut arbeitet. Und wenn man das kombiniert und dann mit Training halt auch kombiniert, dann werden halt auch die meisten doch schmerzfreier. Das ist einfach so, ne? Ja, und du schwitzt auch. Ja, genau. Ist so, der Stoffwechsel wird angeregt, ja. Ja, genau. Nicht nur du, sondern auch ihr schwitzt. Ja, ja. Aber es macht halt Bock. Also es war schon in der Ausbildung so ein Traum, von uns die Praxis aufzumachen. Genau. Ja, und jetzt haben wir es hinbekommen. Richtig geil, mit Leuten wie mit dir zu arbeiten, die auch natürlich total sportlich sind, die Bock drauf haben. Ja, es ist einfach geil. Es macht richtig Spaß. Das ist cool. Genau. Genau, hier kommen wir zum nächsten Behandlungsraum. Wie viele Behandlungsräume habt ihr insgesamt? Insgesamt haben wir 5 Stück. Genau, wir arbeiten jetzt zu zweit zur Zeit als Physiotherapeuten und wir wollen dann halt noch dauerhaft natürlich auch Angestellte haben, dass wir dann insgesamt auf 5 Therapeuten noch kommen. Und das ist eine ganz gute Größe. Hier noch ein sehr schönes Fastentool, was ich bei dem Roman immer anwende. Genau, ich lieb's, der Roman hasst es. Aber es ist sehr effektiv, auf jeden Fall. Und dann gucken wir uns mal den Trainingsraum an. Das ist natürlich das. Das ist nochmal das Highlight, ja. Was die Leute auch am meisten interessiert, dieses hier anschauen. Hi. Wie gesagt, hier sind immer noch Arbeiten im Gange. Ich habe nämlich gehört, ihr habt einen Aufzug hier, gibt es auch. Das heißt, ist behindertengerecht. Ja, genau. Ist barrierefrei dann. Kommt man von dem Haupteingang dann hier hoch direkt und dann halt direkt hier vom Empfang. Das ist auch wichtig. Ja. Oder wenn man so Muskelkater vom Black Day hat, dass man. Oh ja, kann ich heute machen. Hier rechts ist noch das Wartezimmer für die Patienten. Genau, dann gehen wir mal geradeaus durch. Ihr habt ja eine neue Küche bekommen. Die Küche ist nicht für die Öffentlichkeit. Ja, genau, das ist, wie man sieht, ist auch noch nicht fertig. Ich bin gerade fleißig am Aufbauen. Hier passiert noch, genau. Ja, genau. Und dann müssen wir hier hoch. Kommen wir in unseren Trainingsbereich. Fast 60 Quadratmeter groß. Und funktionell eingerichtet. Wie ihr seht, wir können ruhig mal in Richtung Rack auch mal gehen. Um uns
extra für das Rack an sich von ATX entschieden, weil das einfach sehr, sehr stabil ist und auch für unsere Klienten gut passt. Gewichte haben wir genug, wir haben nochmal einen Latzug integriert und hier aber rechts nochmal kurz an 40 Kilo, damit wir auch selbst trainieren können. Ich weiß, für Roman ist das ein bisschen wenig, aber Roman bringt sich die 80er dann selbst mit. Der Trainingsraum hat noch diesen Neuwagengeruch. Ja, total. Das ist immer das Mal. Ja, total. Genau. Und dann können wir hier halt auch nach Feierabend selbst trainieren, weil wir halt ja auch zu sehen müssen, dass wir da fit bleiben. Genau. Ah, das Teil kannst du noch zeigen, hier den Kabelzug. Ja, genau. Das ist was ganz Besonderes. Ja, das ist der Kaiser, der arbeitet mit Luftdruck und man kann den Hebel von oben bis unten halt verstellen. Verschiedene Griffe, die man halt wählen kann. Ich kann funktionelle Übungen machen. Ich kann auch wirklich verschiedene Übungen machen, die halt auch gerade für Profisportler auch gut sind. Rotationstraining von der Wirbelsäule in der Position mit Beckenkontrolle. Ich kann aber auch normale Flies machen, die ich sonst im Gym zum Beispiel mache in der Position. Mhm. Ich kann Ruderbewegungen machen aus der Position auch nochmal, vielleicht mit Rotation oder auch ich kann andere Griffe nehmen, die wir hier haben. Jeder, das so aus dem Gym halt auch kennt, man kann zum Beispiel das Tower nehmen, man kann nicht Trizeps drücken machen, ja. Bizeps Curls. Ich kann vor dem Gerät Ruderbewegung machen. Und das Geilste ist halt. Genau, darauf wollte ich hinaus. Genau. Das hat keinen Gewichtsstapel, gell? Ja, genau. Ich habe halt Luftdruck, wie man hier halt sieht, Widerstand, arbeitet in 100 Gramm Schritten. Also ich kann das wirklich aufpumpen bis 25 Kilo pro Arm. Und das ist halt auch nicht überspult. Also ich habe dann auch wirklich das Gewicht drauf. Mhm. Wiederholungen werden gezeigt. Ich kann mit Schnellkraft arbeiten. Und ja, das ist ein geniales Gerät. Hat natürlich auch einen ganz guten Wert. Ja. Was auch geil ist, dass man wirklich während der Bewegung auch das Gewicht reduzieren kann oder erhöhen kann. Okay. Ja, genau. Wenn man hier beispielsweise hochgeht, kann man schwerer machen. Oder wenn man nicht mehr kann, kann man theoretisch auch wieder runtergehen. Und beim Kabelzug ist es natürlich anders. Man muss komplett absetzen, einmal wieder umstecken. Das ist cool. Ja, eine Sache auf jeden Fall. Genau. Wenn ich auch verschiedene Leistungssportler habe, die halt beim Speerwurf zum Beispiel, wo ich dann merke, okay, in der Endphase, da ist einfach zu wenig Kraft, dann kann ich theoretisch in der Endphase eine Übung machen und da dann halt zum Beispiel das Gewicht halt reduzieren oder erhöhen. Mhm. Ja, genau. Also schon sehr, sehr funktionell und extra für Sportler auch ausgelegt. Aber ich kann halt auch mit jedem x-beliebigen normalen Patienten halt rangehen. Ne? Also ja. Das muss nicht nur ein Sportler sein, das kann auch derjenige sein, der zu Hause ein Theraband hat und damit Übungen machen will. Dann kann ich ihm auch hier halt Übungen zeigen, wie er dann zu Hause auch umsetzen kann. Ja, genau. Das fand ich cool. Ja. Dann natürlich habt ihr hier auch die ganzen, alle möglichen Equipment-Sachen, die man so braucht. Ja, genau. Ein paar verschiedene Ergänzungen auch für das Athletics. Fürs Rack, ja. Ja, genau. Dann. Man kann sitzendes Rudern machen und Latt ziehen und ja. Kniebeugen. Hier Landmine haben wir hier mit integriert. Ah, okay, ja. Genau, und haben verschiedene Coils auch noch, wo man dann mit Wurfsportlern halt auch arbeiten kann. Also man kann halt Wurfbewegungen dann mit der Keule machen, dass ich dann in der Position halt da bin, ne, und versuche halt wirklich dynamisch zu arbeiten. Ich kann viel mit Handballern, Tennissportlern, wie auch immer, wirklich auch die Wurfgeschwindigkeit halt dann dadurch auch verbessern. Mhm. Sportartspezifisch wird das schon dann deutlich besser. Ja. Ja. Fußballer haben wir auch viele, ist auch ein großes Thema von uns. Und dann hier mit Koordinationsleiter, mit Hürden, wo man dann auch aufbauen, dann auf Sprünge geht. Okay, ja. Genau. Bei Kreuzband gibt es Meniskusproblematiken oder sowas. Ne? Mhm. Genau. Genau. Man kann dann verschiedene Testungen halt auch dazu machen. Also wenn wir jetzt einen Sportler haben, der Kreuzbandriss hat oder eine Meniskusläsion oder wie auch immer, dann machen wir verschiedene Testungen, um den dann auch wieder zurück auf das Feld halt zu bringen. Aber dann auch so, dass man halt auch wirklich weiß, okay, derjenige ist auch wirklich fit und kann halt auch seinen Sport wieder ausüben. Und ich setze mich an eine Beinpresse und probiere mal und gucke, ob das Knie hält oder nicht, sondern es wird halt wirklich getestet und dann weiß ich genau, okay, ich kann es auch wirklich. Auch ein wichtiges Thema, weil du gehst im Physio als Sportler oder nach einer OP und du weißt halt nicht, ja, wann darf ich denn wieder? Wann darf ich denn wieder laufen? Wann darf ich denn wieder das? Und wir haben dann ein gewisses Konzept, dann haben wir Tests gemacht. Sobald ich ja die bestanden habe, weiß man, okay, du darfst jetzt joggen, du darfst jetzt laufen, du darfst Kontaktsport machen. Mhm. Und da ist es oft so eine Sache, dass man halt nicht genau angeleitet wird von den Fachleuten, wann man das machen kann. Ja, und wenn dann sagen die Fachleute, also so Ärzte und so, was ich erlebt habe,
auch bei meiner Prothese, die geben dir immer so Sachen, so Zeitrahmen, die so weit entfernt liegen, dass es einfach, es ist halt sicher, dass du da schon wieder irgendwas kannst. Ja, genau. Die sagen einfach, ja, so wo bei meiner Prothese, so, ja, nächstes Jahr kannst du mal wieder, denke ich mir, in einem Jahr, soll ich das Rest des Jahres machen? Man hat irgendwie 2 Wochen, kriegt man eine Reha verschrieben und dann soll man ein Jahr warten und dann mal wieder versuchen, Sport zu machen. Ja, mir, komm, leck mich am Arsch, Sport. Ja. Das sagen sie nach Oma auch, weil es funktioniert. Genau, ja. Und das kann man natürlich nicht vergleichen mit einer Person, die halt fit ist, die Sport macht. Mhm. Genau. Du hast ja eine gute Stabilität aufgrund von deiner Muskulatur. Ja. Du kommst dann schneller rein als ein Hobbysportler oder sonst jemand. Deswegen muss man da individuell schauen. Oder ich habe noch ein Beispiel. Ich hatte Bauchnabelbruch und Leistenbruch. Da haben die gesagt, ja bitte, da war ich noch in der Uni, bitte die nächsten 6 Wochen oder 8 Wochen, also richtig auch was total Absurdes, ja, nichts hochheben, was schwerer als 2 Kilo ist. Dann dachte ich mir, ich darf keine Volvic 2 Liter Flasche in der Hand halten, oder was? Das ist schon so ein Schwachsinn. Ja, total. Ja, man muss es einfach komplett individuell halt einfach gestalten. So. Ja, krass. Genau. Ja, und hier gehen wir dann mal Vollgas. Wir persönlich und halt mit den Patienten zusammen. Das ist eine coole Sache. Cool. Genau. Okay, dann kommt jetzt meine Behandlung. So sieht's aus. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, Termine könnt ihr ausmachen. Es steht alles unten in der Beschreibung, unterm Video. Die Adresse, die Telefonnummer. Und dann einfach anrufen, oder? Genau, anrufen, E-Mail schreiben. Instagram-Account haben die Jungs auch. Ja. Den blende ich hier auch ein und der ist unten. Also folgen, dass ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt, wann Urlaub ist und so. So ist es. Ja. Und wir sehen uns im Behandlungsraum. Okay, Leute, ihr seht, ich sehe ziemlich zerknautscht aus. Das war die Behandlung. Und nochmal, wir waren bei Optimum Physio. Unten sind alle Daten in der Beschreibung, also Adresse, E-Mail, Webseite. Ihr könnt Termine gerne ausmachen, gesetzlich oder privat. Die Diane hier nimmt eure Anrufe dann entgegen, macht mit euch die Termine aus. Ansonsten abonniert die Jungs auf Instagram, den Kanal habe ich auch unten. Und ganz wichtig, abonniert meinen YouTube-Kanal. Wie gesagt, wir werden in Zukunft hier
eine Videoreihe fortsetzen mit allen möglichen Reha-Maßnahmen, wie ihr eure Probleme selbst lösen könnt. Danke fürs Einschalten für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.